I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Ja. Hau, hau, hau. Ich könnte schwören, der ist hier irgendwo gewesen. Ach, wer braucht Licht? Licht ist für die Schmiede. Nee, Daniel, ich glaube, das ist nicht. Nee, ich glaub's auch nicht. Aber ich könnte mal das Bild gerade hinhängen. Ja, häng's mal bitte gerade hin. Jetzt hast du es kaputt gemacht, ey. Ach, verdammt. Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Achso, stimmt. Picked up Machine Room Key. Ja. Crystal Clear immer noch. Noch. Das kann sich schlagartig ändern. Genau da, wo wir jetzt hingehen. Was war das jetzt da? Was hat sie gesagt? Weil Crystal Clear, wenn du das sagst, denkst du immer an die Droge Crystal. Oh. Entschuldigung. Eine Kichererbse. So. Also hier unten wird es jetzt ja auch ziemlich gruselig. Schwache Herzen sollten abschalten. Hapadapadap. Gut. Wollen wir mal. Oh, ich mag das jetzt schon nicht. Das ist schon wieder so dunkel. Also ihr seht das Video ein bisschen heller wie wir. Ja, mach doch mal die Lampe an. Ja, ich mach die Lampe schon an. Aber ich zünde keine Lichter an, aus gutem Grund. Der hat nur was aufgeschrieben, kein Kunst verschrecken. Das geht zuerst hier lang. Mauszeiger ist gerade weg und ich weiß nicht warum. Sogar der Mauszeiger hat Angst. Oh ja, hier ist es dunkel. War da nicht gerade irgendwas? Ich habe nichts gesehen. Instruments gehst du hin, okay. Bei uns nicht. Ja, bei uns nicht, ja. Haben wir uns da damals nicht mal versteckt? Ich weiß es nicht genau. Ich mach's hier mal als Hinterbox an. Bevor ich das Öl verbrauche. Ja, das ist nicht viel. I've prepared the explosives you need, genau. Die muss ich jetzt alle einsammeln, ja. Genau. Und diesmal machen wir's. So, wieder mit Tinderbox. Ja. Ah, das ist ein Teil vom Drill, vom Schrauben, vom Bohrer, vom Handbohrer. Und da hat uns ein Part gefehlt, weil wir eben besagte Stelle vorhin übersprungen haben. Und haben wir nicht weiter. Man kann glücklicherweise, und Leute, die cheaten von vornherein, sollten jetzt weghören, man kann die XML-Files, Savegames sind im XML gespeichert, die kann man ganz einfach bearbeiten und sich die Items reinlegen, wie man sie braucht. Das haben wir eben damals gemacht, weil wir keine andere Wahl hatten. Sonst wären wir hängen geblieben. Ja. So, da ist eine Kiste. Ja. Ah, Öl ist immer gut. Und Heiltrank. Ja. Oh Mann, ich sag jetzt, Hinterboxen hat mir irgendwann wie Sand am Meer. Na jo. Du
mal Baphomets Hymnen spielen, dass der alles in seine Hose stecken kann. Ein Tele... Wie war das? Ein Theodolit. Theodoliten, ja. So, aber einen brauchen wir noch, oder? So, ich glaube, die können wir noch nicht... Genau. Kern der Sermon of the Joliet. Es fehlt nämlich ein Part. Den wir noch suchen. Ich könnte mal wieder ein bisschen Öl nachfüllen. Nicht zwei Stück rein. Ich weiß, dass hier irgendwo mal Gegner irgendwann kommen. Eine Trip? Ah, okay. Jetzt haben wir alle. Ich höre auch schon was, ja. Den einen Part haben wir vergessen vom Drill. Ja, aber jetzt haben wir es ja. Ich glaube, der findet es nicht so schön, dass du den jetzt im Dunkeln stehen lässt. Aber ich kann da nichts machen. Lass durch die Tür gehen. Wenn es was die Tür aufhaut, dann mache ich es nicht wieder aus. Da war auf jeden Fall was. Ich hab's gehört. Ja, ich weiß auch. Sehen tue ich auch nichts, aber ich höre es. Nee, das war ein Stück. Das kommt hier noch nicht durch. Wir müssten da eigentlich durch. Brauchst du da nicht die Explosives? Her. Ja, hören tust du nicht wirklich. Knacken halt nur. Wenn ihr was seht, schreit allesamt. Ich renn. Ah, ich hab noch genug Öl. Aber nur noch eine. Eine Can, ja. Huiuiui. Diesmal geht's schon ein bisschen ernster zu wie die letzten paar Male, habe ich das Gefühl, ne? Tommy. Jo. Licht aus. Tür auf. Spott an. Spott? Brunnen. Was soll ich denn mit der Leiche machen? Das ist doch keine Leiche, das ist Stein. Ja, das zudem. Aber da kommt schon noch eine Leiche. Das haben wir gerade geplanscht. Ich kann auch mal ganz kurz schauen. Genau, the rubble from a cave-in is hindering further passage and storage. The dark storage feels strange and unnatural. Mhm. Dann gehen wir halt mal in das... Waren wir da drin schon? Da geht's zum Aufzug hin, das weiß ich. Ah ja, genau. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. War eine Machine Room Gegner? Ich hab keine Ahnung, du wirst es sehen, wenn du die Tür auf später aufmachst. Use the key? Ah, du hast einen Key? Ah, freilich. Ja, ich hab einen Key. Freilich. Aber ich frag dich in Zukunft nicht mehr, wir dürfen nichts spoilern. Also das ist jetzt so ein Nachteil. Nicht mehr. Nee, aber trotzdem, das ist ein bisschen so ein Nachteil bei unseren Blind Let's Plays, partially blind. Wir wissen halt leider noch einiges. Ich glaube, hier schaut's ja relativ freundlich aus. Noch, ja. Closing in. Ach, oh mein Gott, ich erinnere mich da. Den Druck. Ach ja, das war aber auch irgendwie spezielles... Nein. Escape. Nein. Notes. Das waren... Doch, Elevator Machine Instructions. Adjust the levers. Bop, bop, bop. Adjust the levers to get the right amount of pressure into the chamber. The meter street up 8, down 8. Gut. Müssen wir nicht vorher noch irgendwas fixen? Nee, ne?